Das größte Finale in der Radiogeschichte, der 100.000-Euro-Schuss, findet im traditionsreichen Gelände der Grazer Krumm statt. Zwar ein bisschen modifiziert, aber für alle Fußballliebhaber noch immer der Klassiker des Fußballspiels. 100.000 Euro gibt's heute zu gewinnen. Die Voraussetzung relativ einfach. Dieser Ciabulani, der soll von der Mittellinie ins Tor fliegen, ohne dass er dabei den Ball den Boden berührt. Und wem das gelingt, der ist den 100.000 Euro schon einen Riesenschritt näher. Über 21 Vorrunden konnten sich Steirische und Kärntner Ballkünstler mit nur einem Treffer ins Antenne 100.000 Euro Finale schießen. Insgesamt 150 Erfolgsschützen matchen sich dann in der legendären Grazer Krumm in einem spannenden Stechen, um unter die letzten 11 zu kommen und die Chance auf die 100.000 Euro zu wahren. Geschafft haben, direkt von der Mittellinie ins Tor zu schießen. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass das heute einer schafft, vor allen Dingen, das muss einer schaffen, die 100.000 Euro, die müssen weg. Also wir halten alle wirklich die Daumen, wir zahlen es gerne aus, aber ich bin sehr gespannt, denn die Nerven merke ich schon liegen blank, wobei ich mitbekomme, dass die Kärntner sehr stark sind und ich tippe schon bald auf einen Sieg aus Kärnten heute. Ja. 100.000 Euro im Koffer mit nach Hause nehmen, was machen Sie mit dem Geld? Oh, da bin ich jetzt momentan überfragt, aber bei einer fahren sind wir zu fünft gefahren, also das Geld haben wir schon aufgeteilt. Na, zuerst Mama und Papa einen Urlaub kaufen und dann für mich ein Auto. Bei den 11 Finalisten war die Anspannung deutlich zu spüren. Jetzt ging es um alles. Um exakt 17.13 Uhr dann der große Auftritt von Gerald Glabuniat. Jetzt läuft er an. Guter Schuss, der Ball schaut gut aus, der schaut sehr gut aus. Und der Pass, um Gottes Willen! Glabuniat trifft! Der allerletzte Kandidat. Gibt es ein Stechen? Oder fährt der Gerald mit 100.000 Euro heute nach Hause? Ausschluss und vorbei, das war's. 100.000 Euro für Gerald Glabuniat. Der Jubel kennt keine Grenzen mehr. Jetzt brechen alle Dämme. Glabuniat hat's geschafft. Das Fuß bin angerufen, bin der Bast. Ich war mal so überzeugt. Ich wusste, da geht einer. Ich finde keine Worte dabei. Spannender als das WM-Finale und das mit einem österreichischen Sieger. Fußballherz, was willst du mehr?